Ja, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Podiumsgäste, Karamba Diaby, Frau Herrmann, Andreas Petrik, liebe Gäste, sehr herzlich willkommen heute Abend zu unserer Veranstaltung Zusammenhalt ist. Sie sehen es dargestellt an einem hängenden Rollladen. Das Bild können wir später noch diskutieren. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich. Mein Name ist Rebecca Schmidt. Ich bin administrative Geschäftsführerin des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und im Namen unseres Forschungsinstituts begrüße ich Sie sehr herzlich heute am Teilstandort Halle. Und wir freuen uns natürlich besonders, dass auch einige unserer KollegInnen vom Teilinstitut Halle hier sind. Herzlich willkommen in die Runde. Und wir möchten Sie alle einladen, mit unserem Podium, aber auch den KollegInnen aus Halle später bei einem kleinen Umtrunk im Anschluss an die Veranstaltung noch ins Gespräch, in den Austausch zu kommen, Wissenschaft und Praxis in den Dialog zu bringen, im besten Sinne, wie es der Transfer im FGZ auch vorsieht. Unsere Reihe hier, die letztes Jahr in Berlin am Teilinstitut begonnen hat, soll an allen 11 Standorten ein Schlaglicht auf die dortigen Forschungen werfen und unter dem Titel Zusammenhalt ist, Pünktchen, Pünktchen, eine Ergänzung finden aus den Forschungen am Teilinstitut. Die Frage hier heute ist, Zusammenhalt ist unbequem, mit einem Fragezeichen. Nur ganz kurz zum Hintergrund. Unser Institut gibt es seit 2020. Wir sind eine Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, eben an 11 Standorten in Deutschland verteilt. Und hier geht es jetzt eben um den Teilstandort Halle an der Martin-Luther-Wittenberg-Halle-Wittenberg-Universität. So, und Professor Andreas Petrik ist der Vertreter des Instituts heute, der nicht nur sein eigenes Forschungsprojekt vorstellen wird, Dorfgründungssimulation als Begriff, sondern auch die Forschungen des Teilstandorts Halle Ihnen sozusagen exemplarisch kurz vorstellen wird. Da freuen wir uns drauf, vor allem auch auf den Austausch mit Ihnen. Und wir wollen natürlich auf die grundsätzliche Frage kommen, die wir hier schon im Vorgespräch ein bisschen erläutert haben. Zusammenhalt, ja, was ist er? Unbequem, aber lohnt sich? Oder wie können wir denn überhaupt zusammenhalten, wenn wir vielleicht uns gar nicht einig sind? Kann man Demokratie lernen? Muss man sie lernen? Und wenn, dafür haben wir Expertinnen dabei, wie kann man sie lernen? Wie kann das aus Sicht der Politik unterstützt werden? Was sind die Anforderungen? Das sind die Themen, denen wir uns heute stellen wollen. Und das Transferprojekt von Andreas Petrik hat den Anlass gegeben, über die Rolle von Bildung, von Politisierung und auch von Diskussionskompetenz nachzudenken und wie man vielleicht den einzelnen Menschen in einem Kollektiv zum Zusammenhalt befähigen könnte. Darüber möchten wir sprechen. Sehr, sehr herzlich möchte ich meine Gäste begrüßen. Zu meiner Rechten Dr. Karamba Diaby, seit 2013 Bundestagsabgeordneter, wie wir eben festgestellt haben, für sich, für die SPD und für Halle. Er war Stadtrat hier in Halle, lange Jahre bis 2015 parallel. Er ist jetzt in der dritten Legislaturperiode. Seine Schwerpunkte sind Bildung und Forschung. Lange Jahre bis 2021 war er Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Im Moment sind seine Schwerpunkte anders in der aktuellen Legislaturperiode, aber es bleiben seine Themen. Auch gesellschaftlicher Zusammenhalt ist auf seiner Website als eine seiner 4 Kernthemen genannt. Und er ist auch im Kuratorium der Bundeszentrale für politische Bildung aktiv. Insofern für uns in jeder Form der richtige Ansprechpartner heute. Er ist Chemiker, promoviert in der Geoökologie, übrigens auch im regionalen Zusammenhalt, nämlich mit einer Arbeit über Untersuchungen zum Schwermetallhaushalt in hallischen Kleingartenanlagen, also auch mit hallensischem Bezug, auch Kleingärtner. Dazu würde ich auch gerne noch was fragen, wie man all das zusammenbringt. Und er kennt sich aber auch mit all dem, über das wir heute sprechen werden, aus anderer Perspektive aus. Er war nämlich lange Jahre auch im Ministerium für Arbeit und Soziales und hat deswegen beide Seiten kennengelernt. Und an dieser Stelle werde ich Sie nachher fragen, ob man das immer so sagen darf, weil es keine Besonderheit sein sollte, aber ich habe in Ihrer Biografie gelesen, Autobiografie, man darf es sagen, Sie waren einer der ersten Schwarzen in Afrika geborenen Abgeordneten im Deutschen Bundestag und dazu würden wir auch gerne nachher noch ein Wort hören. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns auf den Dialog.
Dann begrüße ich ganz herzlich Sie, liebe Frau Herrmann. Heike Herrmann ist Direktorin der Ganztags- und Gemeinschaftsschule Lessing in Salzwedel, die 2022 sehr sichtbar in den Medien war, als sie mit großem Recht für den Deutschen Schulpreis nominiert war. Sie ist Lehrerin für Kunst und Sozialkunde. Für diejenigen, die nicht von hier sind, Sozialkunde ist das, was bei uns politische Bildung oder ich glaube Wirtschaft und Politik heißen würde. Oder noch anders, das genau, beide, Sie merken schon, Frau Herrmann und Herr Petrik waren auch lange Jahre in diesen Kommissionen unterwegs, die länderübergreifend den Unterrichtsstoff festlegen und die Vermittlung. Also so heißt das Fach für politische Bildung hier, Lehrplankommission Sozialkunde, jetzt musste ich es nachschauen. Und sie hat auch noch eine vorige Schulleitungserfahrung und seit 2013 führt sie, jetzt schon 10 Jahre, führt sie die Dorfgründungssimulation zusammen mit Professor Petrik durch. Insofern sehr erfahren von den Themen und auch von der Realität und der Praxis und der schulischen Seite, die übrigens auch ein Thema von Herrn Diaby ist, Schulfinanzierung insbesondere. Frau Herrmann, schön, dass Sie da sind und mit uns diskutieren. Dankeschön, das war schon gut. Und schließlich Professor Andreas Petrik, Professor für Didaktik der Sozialkunde, also politischen Bildung, an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Er promovierte 2006 schon mit einer Arbeit genau zu dem Thema, was wir heute Abend besprechen. Insofern besser könnte es nicht passen, von den Schwierigkeiten, ein politischer Mensch zu werden. Konzept und Praxis einer genetischen Politikdidaktik. Die Praxis diskutieren wir heute, die Theorie auch. Er forscht also zu der politischen Identitätsentwicklung bei Jugendlichen und hat eben dieses Planspiel Dorfgründungssimulation entwickelt, sehr viel darüber geforscht, aber es auch vielfach ausgeführt, gemeinsam mit Frau Herrmann. Dazu werden wir heute einiges hören. Von vielen Publikationen jetzt hier mal abzusehen, gibt es aber ein Regiebuch, wie man sowas macht. Beispiel oder fast, oh je, bei mir stand 22 erscheint. Naja, kommt in Kürze. Kommt in Kürze. Die Leitung des Teilinstituts hört weg für den nächsten Zwischenbericht. Und wir werden genau hören, wie das funktioniert. Aber es gibt natürlich viele andere Publikationen, die ich jetzt heute nicht erwähnen will. Ich will aber erwähnen, dass Herr Petrik nicht nur mit dem Dorfgründungsprojekt ein Praktiker ist, sondern eben auch lange Jahre nicht auf der wissenschaftlichen Seite, sondern in der Schule war als, und es ist ihm wichtig, dass ich nicht sage Gymnasiallehrer, sondern Gymnasial- und Gesamtschullehrer. Insofern auch wirklich in der Schule vor Ort. Wir freuen uns, dass Sie da sind und heute Ihr Projekt, das Thema und auch den Standort Halle vorstellen werden. Sehr herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir fangen jetzt also an mit dem Impulsvortrag von Herrn Petrik, wie gerade gesagt, wo wir ein bisschen Halle hören und sein Projekt. Dann diskutieren wir auf dem Podium und dann laden wir Sie ein, mit uns zu diskutieren. Also nicht die klassische Fragerunde aus dem Publikum am Ende, sondern Gespräch mit allen im Austausch hier mit einem schönen Getränk. Und wir übertragen heute nicht live, wir wollten ja exklusiv hier in Halle sein, aber es wird aufgezeichnet, es wird auf YouTube erscheinen, auf unserer Institutsseite und es wird einen gesonderten Podcast geben vom Team Wissenstransfer aus Frankfurt, dem ich sehr, sehr, sehr herzlich danken möchte. Die Kolleginnen sind alle hier, Yvonne Blum, Laura Friedrich, Manuel Steinert und heute Abend möchte ich ganz besonders der Hallenserin Katja Marsch denken, die das alles hier vor Ort auf die Beine gestellt hat. Vielen Dank. Jetzt also Hallenser-Forschung mit Andreas Petrik. Ja, schönen guten frühen Abend oder späten Nachmittag alle zusammen. Ich kann nicht alle sehen, weil es blendet. Das heißt, wenn ich die Stirn runzel, nehmen Sie das nicht persönlich. Ich werde auch keinen Vortrag halten. Das ist gar nicht der Rahmen hier. Ein bisschen was erzählen, was wir machen. Seit der Corona-Zeit ist ja das Stichwort der Spaltung der Gesellschaft in aller Munde, überall in den Feuilletons. Und Zusammenhalt ist so das Gegenprogramm dazu. Und wir gucken in Halle aber gar nicht erstmal normativ. Das heißt, wir wissen erstmal gar nicht, was guter Zusammenhalt ist, sondern wir fragen, was denken eigentlich Menschen darüber? Also wie empfinden die ihre eigenen Möglichkeiten, Gemeinschaft zu bilden, in sozialen Bezügen, am Arbeitsplatz, aber auch in Bezug zur Politik? Also was kann ich selber, das nennen wir Selbstwirksamkeitserwartung, was kann ich selber erreichen? Wo sind andere Menschen, wo sind Institutionen, die mir dabei helfen?
Und welche sind auch gerade hier in Ostdeutschland weggebrochen nach der Wende, die wieder errichtet werden müssten? Das ist so die Hauptfrage. Das hat immer was zu tun mit Vorstellungen. Wie viel Verantwortung will ich übernehmen? Kann ich das überhaupt? Wie sehe ich die Ressourcen, die wir haben? Die Frage der Umverteilung spielt eine Rolle. Und das untersuchen wir einmal in zwei großen sogenannten Regionalpanels. Da werden diese von mir angedeuteten Fragen, wie Menschen Zusammenhalt empfinden, mit Fragebögen und per Telefoninterviews erfragt, um sie dann zu klassifizieren. Und wir machen dann auch darüber hinaus in qualitativen Projekten sogenannte Transferprojekte. Das sind drei Beispiele, die ich erwähnen will. Einmal untersuchen wir Genossenschaftsbildung in Halle. Das sind junge Menschen, die Häuser kaufen oder pachten meistens und die renovieren und gemeinsam verwalten und dort wohnen. Das heißt, die machen reale Zusammenhaltserfahrung mit all den Schwierigkeiten und Grenzen und auch Chancen und Erfolgen. Wir haben ein Projekt, das nennt sich Service Learning. Da gehen junge Menschen, Studierende, aber auch Schülerinnen, gehen an soziale Orte, oft Brennpunkte. Also ich habe gehört vom Knastbesuch, dann die Tafeln und Altersheime. Und so finden Milieubegegnungen statt, die es sonst nicht gibt. Und diese Milieubegegnungen könnten, so die Hypothese, auch etwas beitragen zum Zusammenhalt. Und drittens, das, was die beiden vorgenannten Projekte praktisch machen, das machen wir mit der Dorfgründung simulativ. Simulativ heißt, wir bleiben im Klassenraum und wir tun so, als würden die auswandern in ein südfranzösisches Pyrenäendorf und gründen dort ihre eigene Genossenschaft, praktisch ihr Dorf, ja, ihre Gesellschaft und müssen aushandeln, wie sie leben und arbeiten wollen. Und man könnte jetzt meinen, das ist ja nur theoretisch, aber die Erfahrung zeigt, wie wir das kennen von fiktiven Filmen, wie wir sie hier sehen könnten, dass das schnell sehr real wird. Dazu wird es bestimmt noch Fragen geben. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber die streiten über finanzielle Fragen und über Herrschaftsfragen im Dorf, als ginge es um echtes Geld und echte Macht. Und der Clou ist ja, es entsteht natürlich auch sowas wie eine Machtstruktur zwischen den Schülerinnen und Schülern. Und damit beschäftigen wir uns, das werten wir aus. Kurzvortrag beendet. Kurzvortrag beendet, vielen Dank. Dann lassen Sie mich gleich bei dem Projekt noch mal nachhaken. Sie haben es gesagt, fiktiv, also Planspiel, nicht indem man tatsächlich irgendwo ein Konzept entwirft, sondern alles mit der Vorstellungskraft im Klassenraum. Ja. Richtig, Sie fahren auch nicht eine Woche irgendwo hin und machen Retreats, sondern im Klassenraum, im Unterricht. Und wenn ich es richtig verstehe, sollen gesellschaftliche Konflikte und Themen, Arbeit, Verteilung, Gerechtigkeit, Macht, Herrschaft haben Sie genannt, sozusagen dort verhandelt werden und live ausprobiert. Dann würde ich gleich sagen, Sie haben es entwickelt als Instrument, ja, politisches Handeln auszuprobieren, zu verstehen. Dann muss ich natürlich mit so einer Grundsatzfrage anfangen, muss man Demokratie lernen? Und wenn ja, und da gucke ich auch gleich zu Frau Herrmann, muss man die in der Schule schon lernen oder kommt die von zu Hause oder vom politischen Leben? Also fangen Sie mal bitte an und dann fragen wir gleich Frau Petrick, fragen wir gleich Frau Herrmann, wie es in der Schule, wie konkret weitergeht. Ja. Also die Amerikaner, die untersuchen ja ständig irgendwelche Gene, die wir haben sollen. Das Demokratiegen ist noch nicht gefunden worden, leider. Man könnte sagen, der Mensch braucht Zusammenarbeit und braucht irgendwelche Regeln dafür. Nur, dass die weitergegeben werden in den jeweiligen sozialen Milieus, ist überhaupt nicht selbstverständlich, wie wir wissen. Selbst eine Demokratie, die sich so sicher und stabil glaubt wie unsere, hat ja, das haben wir in der Corona-Zeit gemerkt, auch Gegenbewegungen mit großer Politikverdrossenheit war immer schon, dann Parlamentverdrossenheit, Wissenschaftsfeindlichkeit, all diese Dinge, die allesamt eine antidemokratische Wirkung haben können, auch wenn Individuen vielleicht selber sich für demokratisch halten. Insofern würde ich sagen, ja, sie muss von Grund auf erlernt werden, so wie man laufen, sprechen, essen, Höflichkeitsregeln lernt, müssen demokratische Umgangsformen auch von klein auf erlernt werden. Frau Herrmann, muss man sie in der Schule schon lernen? Und gibt so, ich erinnerte mich gerade an eine Fortbildung, bei der ich war. Da ging es darum, was bringen Schüler oder wie viel Persönlichkeit bringen Schüler mit und was haben wir eigentlich noch für Chance dran rumzufeilen? Und da wurde gesagt, also wenn die zu uns in die Schule kommen, sind die zu 75% fertig.
Ja, das heißt also, alles, was zu Hause gelernt wurde an Erziehung, an Höflichkeit, an Miteinander, ist zu einem Dreiviertel gegeben. Wir haben ja nur noch zu 25% die Möglichkeit, daran rumzufeilen. Das müssen wir auch schamlos ausnutzen. Ja, das ist wirklich eine kleine Chance, die wir haben. Und das ist ja auch noch ein Kick. Also ein Viertel hat man ja dann noch nach der Theorie die Möglichkeit. Und ja, weil du hast vorhin gesagt, das Stichwort auch Corona angesprochen und so weiter, das Thema, dass da Zusammenhalt eine große Rolle gespielt hat. Die letzte Dorfgründung, die ich gemacht habe, war ja noch in Höchstzeiten von mit Maske auf. Und die sind jetzt in der 10. Klasse. Die waren also in dem Zeitalter 7., 8. Klasse, als diese lange Pause war, als sie raus waren. Ja, und das merkt man schon, ja, dass die sich nochmal neu kennenlernen mussten und so weiter. Und ich habe heute zum Beispiel, als ich losgefahren bin, ich hatte heute noch Unterricht, ich habe also noch gearbeitet bis um 1 und hatte da meine Truppen dabei von damals. Und die eine war dann auch mit dabei. Ich sage, ich fahre dann heute da und dahin. Und ja, die Dorfgründung, das war schon cool. Also was ich da über den einen Jungen erfahren habe, den Namen sage ich jetzt nicht, das war schon krass. Also den habe ich da nochmal ganz neu kennengelernt. Ja, und dieses Miteinander diskutieren, den anderen kennenlernen, in diesen Geschichten. Das fördert ja letztendlich doch den Zusammenhalt, der auch gerade in der Klasse 2 Jahre gefehlt hat. Mhm. Ja. Dann lassen Sie mich kurz nachfragen. Also zum Hintergrund, Sie haben es vor einiger Zeit entwickelt, denn alleine Sie beide arbeiten schon seit 10 Jahren sind es jetzt damit zusammen. Ich habe gelesen, dass Sie 2013 das erste gemeinsame Schulprojekt gemacht haben. Haben Sie es direkt, Herr Bredig, für die Schule entwickelt oder war das zunächst so ein universitäres Vorstellung? Nee, ich habe das eigentlich in den ersten Zügen angefangen, als ich selber im Schulreferendariat war. Das war schon in den 2000er Jahren, da gab es die ersten Ansätze mit Inselspielen und habe dann im Rahmen meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Hamburg daran weitergeforscht und konnte es dann für meine Doktorarbeit, habe ich einen Lehrer gefunden, der es zum ersten Mal ausprobierte in der Oberstufe damals. Und als ich dann selber Lehrer wurde, ein paar Jahre später, konnte ich es dann selber ausprobieren mit meiner eigenen Klasse. So. Insofern hat das schon einen ganz langen Vorlauf, aber immer in enger Anbindung an die Schulpraxis. Und 2013 haben wir es das erste Mal versucht, auf die Sekundarschulen runterzubrechen. Ne? Das war ja immer gedacht für Gymnasien. Das war die Idee. Verschiedene Altersstufen. Vorher war es gymnasial. Und da war ich die erste mit dabei in der Runde. Da waren ja mehrere. Das waren ja mehrere Kollegen, die das gemacht haben. Ja. Herr Diaby, Sie haben sich immer mit Schule und natürlich Forschung und Bildung beschäftigt. Sind Sie dem Dorfgründungsprojekt schon mal begegnet? Und können, oder wenn nicht, hören Sie es heute? Haben Sie Vorstellungen, Bezüge dazu aus Ihrer Erfahrung, wie sich das auf das politische Lernen und gerade auch in der Schule auswirkt? Sie haben ja auch selber gesagt, man muss die politische Bildung wirklich von Anfang an, ich glaube, Sie haben mal gesagt, von den Kitas an trainieren. Sonst kommt man, muss man sich nicht wundern, wenn das als Erwachsene nicht eingeübt ist. Ja. Nee, also das Projekt hatte ich noch nicht kennengelernt. Ich hatte damit auch nichts zu tun gehabt. Aber in meinen früheren Tätigkeiten, Sie haben ja erzählt, dass ich Chemiker bin und an der Uni die Promotion gemacht. Und dann habe ich dann sehr schnell begriffen, dass es einen Bereich gibt, wo ganz, ganz großer Handlungsbedarf ist, nämlich politische Bildung. Bin dann in Schulklassen gegangen als sogenannte Freizeitpädagoge. Wenn man das heute hört, das klingt so folklorisch. Ja, genau. Das klingt so folklorisch, aber das war ein ABM. Für die jüngeren Leute von uns, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, damals von Arbeitsamt gefördert. Und dann bin ich ja promovierter Chemiker in Schulklassen gegangen. Frau Al-Jurafi kann das bestätigen. Eine engagierte Lehrerin, die mich immer wieder eingeladen hat, bin dann von Norden bis Süden, von Ost bis West in Sachsen-Anhalt rumgerannt in Schulklassen, habe dann mit den Schülerinnen und Schülern Workshops gemacht. Also das sind für mich ein Teil der politischen Bildung. Denn wir haben da viele Übungen gemacht und so weiter, nicht nur Antirassismus, sondern auch Vielfalt in der Gesellschaft reflektieren. Und das finde ich immer noch, bis heute noch wirklich als ein ganz, ganz wichtiger Grundstein, dass man in Schulen, in außerschulische Angebote, neben den wichtigen Dingen, die die Lehrerinnen und Lehrer den Kindern beibringen, dass auch außerschulische Angebote kommen. Das wurde damals sehr, sehr viel angenommen. Das heißt, dieses Projekt kenne ich nicht, aber Ähnliches hatte ich selber. Das war auch mein eigenes Konzept, den ich dann erstellt habe, Gott sei Dank. Hat das Arbeitsamt sofort das anerkannt als eine der Projekte, die man machen kann über einen Verein
Und das hat sich dann erweitert, dass ich dann andere Leute dann ausgebildet habe als Trainer, die dann in Schulklassen gegangen sind. Das war vor meiner jetzigen Tätigkeit. Insofern kommt mir das alles sehr, sehr bekannt vor und vertraut. Darf ich einmal noch kurz in die Theorie zurückgehen, die genaue Methodik, die Sie entwickelt haben? Was ist es? Ich will Ihnen jetzt gar nicht sozusagen aus all Ihren Publikationen die Stichworte vorsagen, aber geben Sie uns einen kleinen Einblick. Was ist die? Sie haben mir schon im Taxi, Frau Herrmann und ich haben uns schon im Taxi hierher kennengelernt, erzählt, dass man da zum Teil auch konfrontativ oder irgendwie sozusagen provozierend rangeht und guckt, ob die Schülerinnen, also sagen Sie uns bitte einmal kurz, was Sie von der Methodik und theoretischen Background und Frau Herrmann, wie man das in der Schule denn umsetzt und was müssen Sie mit der Sekundarstufe machen im Vergleich zur Gymnasialklasse? Aber vielleicht einen kurzen Schlenker zum theoretischen Background. Es gehört, es ist eigentlich kein Planspiel, sondern ein soziales Experiment, wie wir das aus der Psychologie kennen und aus der Soziologie auch. Die Idee ist, dass man in einer fiktiven Umgebung, die man sich vorstellen kann, die realistisch sein muss, wie so ein Dorf, das wird auch visualisiert, auch in 3D, dass man selbst bleibt. Und man kriegt halt Aufgaben gestellt, die man bewerkstelligen muss und soll als man selbst reagieren. Mit seinen Ängsten, Sorgen, Werten, Fähigkeiten und nicht was erfinden. Anders als beim Rollenspiel oder Planspiel. Und das Ganze zählt zum entdeckenden Lernen. Das bedeutet, wir geben eine rudimentäre Struktur vor. Es gibt die Kirche für religiöse Fragen. Es gibt das Bürgermeisterhaus für Herrschaftsfragen. Es gibt soziale Ungleichheit im Dorf. Gibt es die Mittelklasse, die Oberschicht und die Unterschicht. So ist das Dorf verlassen worden. Und die Schülerinnen und Schüler haben nun die Möglichkeit, diese leere Hülle der alten Gesellschaft mit ihren Vorstellungen und ihren Praktiken praktisch zu füllen und dabei zu entdecken, was sind eigentlich die Grundfragen des Politischen. Und es geht immer um Herrschaft, immer um Güterverteilung. Auch die Frage, ob Religion Zusammenhalt schafft oder erspaltet. Kann man ja sehr unterschiedlicher Meinung sein, wie man damit umgeht, wenn plötzlich Migrantinnen ins Dorf kommen. Das ist auch eine Szene, die wir dann durchspielen mit Pro und Contra. Und Sie können sich vorstellen, in Klassen, wo wir dann, ich nenne sie mal liebevoll, unsere kleinen Rechtspopulisten haben, da ist das sehr, sehr kontrovers. Schöne sehr Beschreibung. Ja. Dazu kommen wir gleich noch zu rechts und Populismus kommen wir gleich noch zu. Jedenfalls die Idee ist, dass diese Grundfragen des Politischen und wer bin ich eigentlich als politischer Mensch und wenn ja, wie viele? um einen in Ungnade geratenen Philosophen zu zitieren. Das zu entdecken und dann Hilfestellung zu bekommen, das einzuordnen. Also bin ich eher ein kleiner Liberaler, bin ich eher ein kleiner demokratischer Sozialist oder Sozialdemokrat, bin ich vielleicht ein Grüner oder bin ich ein Konservativer oder bin ich vielleicht doch ein Rechtspopulist? Und was bedeutet das? Was heißt das in der Interaktion mit anderen? Können wir uns trotzdem einigen? Müssen wir uns prügeln? Gibt es friedliche Möglichkeiten? Und dann bieten wir Möglichkeiten an. Und arbeiten so dem Bundestag zu, weil der macht ja nichts anderes, als irgendwie friedlich Lösungen zu finden für völlig unterschiedliche Werthaltungen. Und Meinungen und Konflikte, dazu kommen wir auch gleich noch. Ja. Frau Herrmann, in der Schulerfahrung im Konkreten, Sie sagen erstens mit unterschiedlichen Altersstufen, also man muss als Lehrerin mit ganz unterschiedlichen Rollen und Verhaltensweisen reingehen oder wie machen Sie das? Wir machen es immer in der 9. Klasse. Ich weiß nicht warum, das hat sich so ergeben in der 9. Klasse, das ist ein guter Zeitpunkt. Du hast immer gesagt, die 8. ist zu früh. Die 9. ist gut, weil wir sind eine Sekundarschule und wir kriegen regelmäßig auch Rückläufer vom Gymnasium, ja, die dann immer wieder in die Klassen dazukommen. 9. Klasse ist meistens so das letzte Mal. Ja, und dann ist das Klassengebilde da und dann ist das eigentlich ein guter Zeitpunkt. Ja, und ich glaube, das war auch damals in Geschichte, weil im Lehrplan war damals auch das Thema inhaltlich vorgegeben, sodass wir sagen, das passt da gut rein, das würden wir in der 9. machen. Und es läuft sehr unterschiedlich. Also die Situation, die wir im Auto hatten, basierte auf dieser Streitlinie. Also man muss sich das fast so vorstellen wie mit Aktionskarten. Ja? Also das Dorf ist praktisch ins Leben gerufen worden. Die Häuser sind verteilt und jetzt kommen auf einmal Aktionskarten. Stell dir vor, es kommen jetzt in dein Dorf Flüchtlinge. Der eine ist krank, die eine ist Krankenschwester, der andere ist Landwirt. Also die haben jedenfalls Ahnung. Nehmt ihr die auf oder nehmt ihr die nicht auf? So, und dann gibt es immer eine Streitlinie pro und contra, pro mit Einschränkung, pro ohne Einschränkung. Die Mitte wird bewusst ausgelassen, ja, damit man sagt, naja, ist mir egal, ich gehe in die Mitte. Das macht man also nicht. Und dann gibt es den Redeball und mit Argumenten wird versucht, den einen von der anderen Seite zu überzeugen. Und die Situation, die ich meinte vorhin, das war die, dass wir dieses Jahr eine Klasse hatten in unserer Schule. Zur Erklärung, die zwei verschiedenen Schulen waren einmal die Schule in Dehre
Da war ich 2002, bin ich da hingekommen, da waren die Fronten noch geklärt. Ich kam in den Klassenraum, ich begrüßte die halbe Kameradschaft Diesdorf. Ich habe sie gesehen, ja, die waren noch gut zu erkennen. 2002 ist ja inzwischen nicht mehr Kameradschaft so. Meinst du im Sinne von... Wirklich, die gab es wirklich. Die gab es wirklich, ja, und da waren dann 4, 5 Leute und das war auch halt geklärt. Und das zog sich dann in Dehre auch sofort. Das ist auch heute noch so. Es gibt kaum einen Ausländer dort in der Sekundarschule Dehre, aber es ist immer noch der Ort mit den größten Straftaten, die so oft in diesem Hintergrund basieren. Lessing-Schule in Salzwedel haben wir einen anderen Background. Da haben wir 25% Migrationsanteil. Halle lacht darüber, aber für Salzwedel, für die Altmark ist das schon sehr viel. Da ist das kein Thema. Ja, wir haben 22 Nationen bei uns an der Schule. Und da fanden die gar nicht das so erwähnenswert. Und gesagt, ja klar, nehmen wir die eben auf, ist doch kein Problem. Was, die wollen in der Kirche 2 Räume haben, puh, können sie doch kriegen. So, wo ich dann hingegangen bin auf die andere Seite und gesagt habe, na Moment mal Leute. Und dann habe ich aber die Rolle eingenommen als Provokateur. Ja, ich habe dann wirklich provoziert. Und da haben die mich immer angeguckt und gesagt, das denken Sie nicht wirklich, Frau Herrmann, ne? Das denken Sie nicht wirklich. Und hinterher musste ich das natürlich dann aufklären. Ich sage, also mir ging es wirklich schlecht, weil ich da Parolen rausgehauen habe. Das war Stammtisch, unterste Schublade. Aber ich habe tatsächlich 2, 3 rüberlocken können. Ja, stimmt, das könnte ja sein. Lustigerweise eine Ukrainerin. Ja? Genau, und das ist so eine Sache. Also es kommt immer auf diesen Background an in der Klasse, den man hat. Und man entdeckt da so Seiten an den Schülern. Die entdecken auch Seiten über sich ja, und fangen dann an, einmal zu diskutieren über Dinge, die im normalen Schulalltag gar nicht Thema sind. Ja, und dadurch entwickelt man eine gewisse Streitkultur. Man wird sich über seinen politischen Standpunkt klar und es bringt alle weiter. Vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass es trotz dieser befriedigenden Reaktion auch unbequem sein kann, weil wir das heute als Stichwort haben. Wahrscheinlich für die SchülerInnen als auch für die Seite der Lehrerin. Dazu gleich. Aber noch mal ganz kurz zu unbequem und vielleicht anstrengend aus einer anderen Erfahrung. Herr Diaby, Sie als Gärtner, Kleingärtner, haben mal in einem Interview mit der FAZ sehr schön gesagt, politische Arbeit ist wie Gartenarbeit, aber es gibt einen Unterschied. In der Politik ackere man, ohne zu wissen, ob die ganze Mühe zu irgendwas führt. Und in der Gartenarbeit, sei es eine hervorragende Schule für die politische Tätigkeit, sie zwingt zur Geduld, sie verlangt stetige Arbeit, aber da kommt was rum. Also ist das ein unbequemes Geschäft, was die beiden und was Sie hier auch machen? Und lohnt es sich trotzdem und warum? Ja, unbequem, vielleicht das Falsche. Ich würde sagen, eine notwendige Sache, die nicht unbedingt... also ohne Widerstand und ohne Schwierigkeiten verbunden ist. Ich verbinde das immer mit dem Thema Vielfalt. Wenn ich etwas da in Zusammenhang bringe, dann sage ich, Vielfalt ist keine Friede, Freude, Eierkuchen. Das heißt praktisch, wenn wir Vielfalt haben, die Kameradschaften da in der Klasse und die anderen, die anders denken, aber auch in der Kleingartenanlage gibt es auch Vielfalt. Es gibt ja die eine, die nicht an deutsche Bundeskleingartengesetz sich halten. So, und die überwiegende Mehrheit, die sich daran halten. Und das ist auch Vielfalt. Also dieses Zusammenkommen der vielfältigen Perspektiven, der Interessen, der Bedürfnisse und so weiter und so fort, fordert uns heraus. Diese Herausforderung heißt einfach, dass wir damit lernen müssen, umzugehen. Sie haben ja ursprünglich die Frage gestellt, ob man das lernt frühzeitig in der Schule, ich sage vor der Schule, auch zu Hause. Also wenn Kinder da in einem Kontext aufgewachsen sind, wollen die Eltern immer darauf wirken zu sagen, wir müssen die Regel aufstellen, die alle sich daran halten. Die können nicht jeden Tag Nudeln und Tomatensauce essen. Morgen gibt es Eisbein und Sauerkraut, weil Papa das isst. Dann müssen Kinder auch das akzeptieren. Da fängt es dann mit solchen Kleinigkeiten an. So, deshalb meine ich, es ist mühselig, das stimmt, das ist unangenehm, das stimmt, das ist unbequem, das stimmt, aber das ist verbunden immer mit Herausforderungen, wo wir alle herausgefordert werden zu sagen, diese Vielfalt, die da ist, die muss man lernen, die kann man lernen, aber wir müssen akzeptieren, uns zu öffnen, damit uns auseinanderzusetzen, um einen Zusammenhalt in dieser Gefüge, ob das jetzt zu Hause ist, am Esstisch ist oder bei Omas Geburtstag ist oder in Kleingartenanlage, in allen Ebenen brauchen wir das. Und deshalb finde ich das sehr, sehr wichtig, dass wir das verinnerlichen, zu sagen, es fordert uns alle heraus. Vielen Dank. Und Herr Pretik hat Sie eben gefragt, da schließe ich mich an. Im Bundestag braucht man das auch. Geduld, Aushandlungserfahrungen, Toleranz
um gemeinsam. Okay, das reicht mir schon. Das reicht als Antwort. Das, oder? Ich denke, ich weiß nicht, ob Sie seinen Blick gesehen haben. Aber die Antwort haben Sie gegeben. Aber die Antwort habe ich schon gegeben. Sie haben eben die Vielfalt angesprochen und ich habe am Anfang bei Ihrer Vorstellung gesagt, dass ich mich informiert habe, dass man das auch sagen darf, weil Sie es schreiben. Sie wurden im Senegal geboren. Sie waren schon 24 Jahre alt, als Sie nach Deutschland zum Studium, zu einem Stipendium gekommen sind. Und Sie werden immer wieder auf Wikipedia und überall auch herausgehoben, weil es immer noch leider einen Ausnahmecharakter hat, als der, ich muss genau aufpassen in der Formulierung, der erste in Afrika geborene Schwarze im Deutschen Bundestag. Und zwar war das nicht, wie der Philosoph, den Sie in Ihrem Buch erwähnen, Anton Wilhelm Amo, der hier in Halle studiert hat und schon vor 250 Jahren gelehrt hat, sondern Ihr Auftritt im Bundestag war 2013. Das ist ja das erste Mal, die Aufnahme ist also auch noch keine 30 Jahre her, wo das Normalität geworden ist. Ich habe zwei Fragen. Also erstens, man darf es fragen, obwohl eigentlich Vielfalt selbstverständlich sein sollte. Wie ist das für Sie, immer ein Ausnahmebeispiel zu sein? Ist das gut für die Diversität? Ist das schlecht? Das wäre meine erste Frage. Und die zweite ist, Sie setzen sich sehr für Bildungsgerechtigkeit, für Chancengleichheit ein. Wie sehen Sie die Bildungschancen von der sozialen Herkunft, wie sehr bestimmt? Und was kann vielleicht Ihre Bildungsbiografie als Beispiel geben? Wie viele Minuten habe ich? Fangen Sie mal an. Ich guck mal, wir sind gut in der Zeit. Ja, fangen wir mit dem ersten an. Die Definition, die Sie gerade gemacht haben, ist ja nicht von mir, das sind von den Journalisten. Ich sage einfach, es ist nicht so bescheiden, wenn ich sage, es ist fast eigentlich ein Armutszeugnis. Das ist ein Armutszeugnis, sage ich immer, dass jemand, der hier seit 30 Jahren ist, Deutsch gelernt hat, hier studiert hat, Kinder erzogen hat und Steuern zahlt seit 30 Jahren, sich einbringt in den Vereine und so weiter, dass einer von solchen Leuten im Deutschen Bundestag gewählt wird, dass das eine Sensation ist. Aber für die Hallenser nicht, das muss man sagen. Für die Hallenser war nie eine Sensation, weil viele kennen mich da als der Karamba oder der SPD-Mann. So. Und da so sprechen mich, ja, so sprechen mich die Schüler, die jüngeren Leute auf der Straße auch an, im Dunkeln da, so irgendwo lange, hey, Karamba, hey, SPD. So, so ist das. Das ist für die Hallenser nicht, aber für diese Republik ist das damals natürlich für mich wirklich ein Armutszeugnis, weil das zeigt deutlich, dass diese Vielfalt nicht so, wir sind nicht so aufgestellt, wie wir, also wie das sein sollte. Als ich gewählt war, waren 3,5% Menschen mit Migrationshintergrund im Bundestag, also kein Schwarzer. Das ist der saubere Begriff, auch mal das Schwarze. Bin ich schon bei Aufklärung, ja. So, und dann der zweite Aspekt ist einfach, ja, also 3,5%, als ich gewählt war, bei 8%, jetzt sind wir Gott sei Dank bei 11,5%. Also nee, auch nicht mehr der einzige Schwarze, sondern wir haben drei. Aber ich denke, Normalität ist, wenn das nicht mehr danach gefragt wird. Das heißt, Gott sei Dank gibt es auch einige im Saal, die auch dazu beigetragen haben. Ich meine, Mentorin sitzt auch hier, die Vorgängerin von Herrn Patrick an der Universität hier, Frau Sibylle Reinhardt, zu der ich gegangen bin, habe gesagt, ich will jetzt, wenn ich gewählt werden soll, muss ich die Fragen beantworten. Was bringst du denn ein? Ist das nur die schwarze Hautfarbe, die das Besondere, wie einige Journalisten behauptet haben? Nur weil er schwarz ist, wird er gewählt und so weiter, damit man sagt, dass der Osten nicht rassistisch ist. So, also ich war ja im Bildungsbereich, habe ich schon erwähnt. So bin ich zu Sibylle Reinhardt gegangen und habe gesagt, ich möchte mich für das Thema Vielfalt einsetzen. Wie kann man denn das anpacken? Ja, hatten wir uns geeinigt, also Vielfalt schafft Werte. Erinnerst du dich? Das war bei dir in dem Wohnzimmer, ja, haben wir diese Thematik diskutiert. Ja, das heißt, man braucht auch Verbündete, man braucht Unterstützerinnen und Unterstützer. Also ich bin der Meinung, dass das jetzt Normalität sein müsste und letzter Satz vielleicht dazu, sage einfach, mein Sohn ist jetzt 20, zu seinem 50. Geburtstag, wenn er dann sagt, jeder soll einen Witz erzählen. Sein Witz ist, 2013, als mein Papa zum ersten Mal im Bundestag gewählt wurde, da waren 100 Journalisten in der Halle, alle wollen ihn sehen, fotografieren. Was? In diesem Land? Sage ich, ja, Leute, so war das 2013. Also, dass das Normalität ist, dass nicht die Herkunft, nicht das Aussehen, sondern dass man dann sagt, einfach, das ist, du bist eine davon. So. Zweite Frage habe ich vergessen, aber ich glaube, das war Bildung.
Also ich habe mich soziale Herkunft, unterschiedliche soziale Herkunft und andere Bildungsbiografien. Bildungsbiografie. Ich denke, dass wir sehr, sehr weit sind in diesem Land, aber wir sind noch nicht da, meine Meinung nach, weil wir können das feststellen, auch die im pädagogischen Bereich tätig sind, dass die Bildungschancen in unserem Land leider immer noch sehr stark von Herkunft und Postleitzahl ist. Ja, das kann man wirklich so sagen, ohne dass das Wahlkampfgetöse jetzt bezeichnet werden zu lassen. Das ist in unserem Land immer noch so. Wenn wir uns erinnern an Corona-Zeit, alleine die Abhängigkeit von Endgeräten, die Abhängigkeit davon, dass ich einen Internetzugang habe oder meine WLAN funktioniert in meinem Stadtgebiet, auch das ist schon ein Unterschied, den wir gesehen haben. Manche Kinder saßen da, die könnten keinen Online-Unterricht folgen, weil einziger Computer, der zu Hause ist, hat Papa mitgenommen, weil er dann das braucht auf Arbeit. Habe ich selber erlebt, dass mein Sohn gesagt hat, der hat Online-Unterricht, der sitzt da zu Hause. Ich sehe ihm da Springer in der Küche, Abiturzeit. Ich sage, was machst du in der Küche? Ich dachte, du hast doch Unterricht. Ja, Papa, ich habe, Lehrerin ist nicht da. Warum? Naja, weil ihr Computer ist wahrscheinlich nicht da, weil der Mann hat Computer mitgenommen. So. Also das sind solche Dinge, wo ich sage, eindeutiges Beispiel. Das ist schon die Lehrerin, nicht die Schülerin. Vielleicht ist das Satzfädel anders, aber bei uns in Halle, hat es sowas gegeben, dass ein einziger Computer zu Hause, das hat der eine Mitglied des Hauses mitgenommen und die Lehrerin könnte sich nicht einloggen und die Kinder könnten Unterricht nicht folgen. So. Also das ist vielleicht für den einen oder anderen, das klingt so wie ein Märchen, aber das gibt. Also ich sage einfach, diese Abhängigkeit von Bildungserfolg, abhängig von Geldbeutel, ist immer noch Realität. Und deshalb, als ich in Politik gegangen bin, hatte Frau Reinhardt gesagt, das Thema Bildung ist, deshalb will ich da mitmachen. Nicht, weil ich schwarz bin, so, nicht, weil ich aus afrikanischem Land komme, sondern weil ich eine Vision habe, wie können wir im Bereich Bildung viel mehr aufmerksam machen, dass Bildungschancen erhöht werden. Also das ist meine Überzeugung. Also deshalb finde ich das Thema sehr, sehr wichtig, Bildungsgerechtigkeit. Prima, vielen Dank, Frau Herrmann. Wollen Sie noch einen kurzen Kontext geben? In der Tat, Sie waren, haben gesagt, in ganz unterschiedlichen Schulen hier jetzt auch schon tätig, unterschiedliche Regionen. Und Herrn Petrik will ich auch fragen, strukturschwache Regionen sind jetzt Ihre Projekte angelegt? Kann man, glaube ich, sagen, die haben auch noch andere Herausforderungen. Ich würde gleich gerne in der Tat noch mal über das rechtsextremistische Thema sprechen, aber noch ganz kurze Frage eben zur sozialen Herkunft und der Bildungsgerechtigkeit. Ich würde gerne mal hier anschließen. Ja. Also wir haben die Schüler in die Schule geholt. Es war damals die Regelung, dass nur die eine Notbetreuung haben dürfen, die bis 12 Jahre alt sind. Und dann haben wir gemerkt, wir haben relativ früh reagiert mit einer guten Schulplattform, sodass wir, also als Corona kam, das war ja da irgendwie Mitte März irgendwann, vor 3 Jahren haben wir eigentlich alles falsch gemacht, was falsch zu machen geht. Wir haben die Schüler überfordert, wir haben die Aufgaben ins Internet gestellt, es war keine Klarheit da, es war keine Feedbackkultur da und haben berechtigterweise in den Sommerferien sehr viel Kritik dafür bekommen. Es war auch richtig so. Und in den Sommerferien, ich hatte irgendwie so eine Eingebung, ich sagte, das war es noch nicht. Wir müssen jetzt irgendwie jetzt reagieren, da wird noch mal was kommen. Und wir haben dann relativ schnell eine Schulplattform entwickelt und haben dann mal abgefragt, wer hat denn einen Computer, wer hat Internet, wer hat einen Drucker und wer hat ein Handy. So, damit wir erstmal wissen, was haben denn unsere Schüler überhaupt? Und dann haben wir festgestellt, also 3/4 hatte einen Computer tatsächlich, aber Internet war schon schlecht bei uns auf dem Plattenland. Ich meine, Salzwedel, ne? Ist hier nicht Halle, da gibt es Dörfer, die haben noch nicht mal irgendwie Internetanbindung. Dann Drucker war ganz schlecht, aber ein Handy hatten alle. Handy hatten alle und dann haben wir gesagt, wir müssen eine Schulplattform entwickeln, die der Lebenswelt unserer Schüler entspricht und haben dann eine gefunden, das ist der Schulmanager, mit dem funktioniert das ziemlich gut. Und darüber haben wir dann gemerkt, wenn Schüler was nicht abgegeben haben. Wir hatten also wirklich immer die Aufgaben, morgens um 7:30 waren die sichtbar, weil ich sage, ich war der Meinung, die brauchten eine Tagesstruktur. Jeder, der schon mal krank war, 6 Wochen krank, der fällt dann irgendwann mal in Depression, weil er diese Tagesstruktur nicht mehr hat. Und das Gleiche ist ja da auch passiert. Und dann haben wir gesagt, die stehen morgens auf, die Aufgaben sind 7:30 online, die müssen um 3 abgegeben werden, so wie ein Schulalltag ist, damit wir sie zum Aufstehen zwingen und dann auch zu machen. Ne? Und darüber haben wir dann gemerkt, da geben viele nicht ab. Und dann haben wir hinterher telefoniert, wir sind mit dem Schulsozialarbeiter in die Häuser gefahren. Es waren immer sozial benachteiligte Schüler, die haben wir in die Schule geholt. Pfeift drauf auf das Alter 12, das war egal. Gute Schule muss auch mal Regeln brechen. Und wir haben auch eine soziale Verantwortung. Wir haben eine soziale Verantwortung und ich hätte dann hinterher das alles ausbaden müssen. Aber das kann ich total bestätigen. Das ist wirklich so. Und jetzt erleben wir ähnliche. Also ganz schlimm finde ich das, wie auch mit den beiden Flüchtlingskrisen umgegangen wird, wie die Schüler einsortiert werden. Also 2015 war ja die erste Flüchtlingskrise und jetzt hat man die zweite gehabt. Man hat ein bisschen was daraus gelernt. Die Schüler werden einsortiert nach ihrem Alter.
Ja, jetzt inzwischen macht das Gymnasium mit. Es sind aber bei den Ukrainern sind einige doch am Gymnasium irgendwo angekommen. Bei den Afghanen, bei den Syrern nicht. Die wurden einsortiert in die Sekundarschule, waren die 15, sortierte man sie in den Hauptschulbildungsgang ein. Das ist eine Katastrophe. Oh, ja, haben wir nicht gemacht. Bei uns waren die zum Teil 17, 18, als sie dann in der 9. Klasse waren. Da war noch vieles möglich, weil man viel durchs Netz flutschte. Jetzt ist es aber ähnlich bei den Ukrainern. Ja? 16, zack, Berufsschule. Die kommen, die haben Träume, die haben Wünsche, die wollen Medizin studieren, die wollen alles Mögliche machen. Es geht nicht. Ja, und da ist es noch schlimmer, finde ich. Ja? Die haben gar keine Chance. Lassen Sie mich mal nachfragen. Vielen Dank, Herr Petrik. Sie haben auch die Themen Migration und Asyl in der Dorfgründungssimulation behandelt. Und es gibt einen Aufsatz von Ihnen, der zitiert einen iranischen Jugendlichen mit den Worten, wenn jemand im Iran im Gefängnis ist, dann heißt das nicht, dass er gefährlich ist. Das ist, wenn ich richtig informiert bin, aus Sachsen-Anhalt. Es gibt auch noch andere Regionen. Ja. Also was sind Ihre Erfahrungen in der Dorfgründung und in der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Migrationsthema? Ich möchte gerne noch zwei Sätze zu der sozialen Spaltung sagen, die sich in Corona gezeigt hat. Ich komme ja aus Hamburg und habe da sehr viele Freundinnen und Freunde im Schulbereich, sowohl im Gymnasialbereich als auch im Sekundarschulbereich, das heißt Stadtteilschule in Hamburg und sind halt Hauptrealschulen und Gesamtschulen zusammen. Und dort war die Spaltung nach diesen beiden Schulformen auch extrem. Alle Freunde und Freundinnen am Gymnasium sagten, das läuft bei uns. Die sind auch morgens um 8 online, die schicken die Aufgaben, da ist die Kommunikation über Videos. An den Sekundarschulen sehr unterschiedlich, aber sehr stark, sehr viele, die abgehängt wurden, die wirklich das berühmte Handy hatten und kein einziges, nicht mal ein Laptop, nicht mal irgendein Tablet zu Hause, sodass sie gar nicht Unterricht machen mussten. Und eine meiner besten Freundinnen ist dann tatsächlich mit den Aufgabenblättern von Haus zu Haus gefahren und hat die vor die Haustür gelegt und solche Geschichten. Da denkt man, das ist ja fast mittelalterlich, außer das Auto. Ja, insofern kann ich sagen, das ist hier tatsächlich bundesweit ein Thema. Es mag sich in manchen Regionen, strukturschwachen Regionen in Sachsen-Anhalt vielleicht verdoppeln, auch durch Wendeerfahrung und deren Auswirkungen. Aber es ist auch im reichen Kaufmanns-Hamburg überhaupt nicht gelöst. Ja, auch nicht im Jahr 2020 bis 2022. Ja, Ihre Frage nach diesen Klassen, wir sind ganz bewusst immer wieder an Schulen gegangen in Sachsen-Anhalt, wo wir wussten über die Juniorwahlen, das war ja auch in eurer Schule damals so, dass eine große Affinität damals vor 10 Jahren noch für die NPD herrscht und heute mit sehr ähnlichen Argumenten und Werten für die AfD. Die NPD ist dann nach ihrem faktischen Verbot ein bisschen aus der Aufmerksamkeitszone von Jugendlichen entschwunden. Mhm. Die AfD hat diesen Platz eingenommen und die Argumente gleichen sich 100-prozentig, nur dass das andere 3 Buchstaben sind. So. Nee, einer ist ja gleich. Gut. Ja. Und was war jetzt Ihre Frage an diese Untersuchung? Man könnte viel zu sagen. Also erstmal, Sie machen es in strukturschwachen Regionen. Ja. Da haben wir die soziale Gerechtigkeit haben wir jetzt behandelt. Jetzt würde ich gerne noch mal kurz auf den Rechtsextremismus kommen. Also Sie würden sagen Politisierung. Ja? Was unterscheidet die Politisierung in diesen von anderen Regionen, in eben diese Regionen, wo es mehr antidemokratische Tendenzen gibt, müssen Sie andere Maßnahmen anwenden? Müssen Sie intensiver bei diesen Projekten sein? Also was macht man, wenn Rechtsextreme, wie würden Sie sagen, Haltungen und Orientierungen mehr vorherrschend sind? Ja, würde ich gerne mit dem Stichwort Zusammenhalt anfangen, das ja heute auch wichtig ist. Wir erleben in den Klassen verschiedene Ausgangsstadien von Zusammenhaltsgefühlen. Da gibt es erstmal grundlegend den Peer-Zusammenhalt. Also Peers sind die Gleichaltrigen, wie wir es auf pädagogisch sagen, die erstmal glauben, wir sind ja ungefähr in einem Alter und eigentlich halten wir ja irgendwie zusammen. Vielleicht auch gegen die Lehrerin, vielleicht auch gegen die Schule, gegen die Eltern. Und das ist ein sehr trügerischer, sehr zerbrechlicher Zusammenhalt. Der erste Schritt ist, dass der dann in den Dorfgründungen aufgebrochen wird, wenn sie merken, wir haben ja völlig unterschiedliche Vorstellungen von Herrschaft, von Güterverteilung und so weiter, von Religion. Und in den Klassen mit Jugendlichen, die auch Ungleichwertigkeitsvorstellungen vertreten, wie Rassismus, Antisemitismus und Ähnliches, da haben wir eine doppelte Spaltung. Wir haben einmal die normale Vielfalt der Werte, wie man sie vielleicht auch bei den demokratischen Parteien im Bundestag sieht, und wir haben halt eine kleine Gruppe in einer deiner Klassen, der du gerne noch erzählen kannst, damals, da war das ein Verbund von 4 oder 5 Jungs, die auch herausstachen durch ihre auch persönlichen Beziehungen zu den Kameradschaften und die hier ein Wir-Gefühl gegen den Rest der Klasse ausgelebt haben, die also zum Beispiel gegen jede Art von Steuer waren,
Die sagten, wir wollen hier unser eigenes Unternehmen im Dorf gründen. Wir bauen eine Mauer um unsere Häuser. Wir bauen Selbstschussanlagen. Das war so ein bisschen provokant gemeint, aber sie hatten gehört, dass das in Texas und so in den Südstaaten der USA geht, wo man dann Eindringlinge erschießen darf. Wie wörtlich die das gemeint haben, wissen wir nicht, aber wir wissen, dass das hier tatsächlich eine Grundhaltung, ich verteidige mein Eigentum, ja, bis zum Tod ganz stark ausgedrückt haben und die natürlich auch auf der Streitlinie, als es um die Einwanderung fiktiver Migrantinnen und Migranten ging, dann auch gesagt haben, auf keinen Fall. Und das, was Sie zitiert haben, dieses Zitat, da hatten wir den Glücksfall einer Klasse, das war jetzt nicht eine von deinen Klassen, da waren tatsächlich zwei Geflüchtete aus dem Iran. Das haben wir in Sachsen-Anhalt wirklich selten erlebt. Tatsächlich, und unser Beispiel war zufällig, wir wussten das gar nicht, dass wir gesagt haben, stellt euch vor, da kommen vier junge Menschen mit lauter Berufen, Krankenschwester, Bankkauffrau, die man wirklich im Dorf braucht, Elektroinstallateur und so, die kommen jetzt und wollen bei euch Asyl, die wollen mitarbeiten, die wollen sich richtig einbringen, so wie das Karamba Diaby gesagt hat, wie er es selbst erlebt hat, einfach Teil der Gemeinschaft werden mit richtig praktischen Fähigkeiten. Und wie sie dann sich gewunden haben, Argumente zu finden, die auf dem ersten Blick nicht rassistisch klingen, warum man die nicht aufnehmen sollte. Ach, das bisschen Elektrik können wir doch selbst. Ja, oder machen wir halt einen Erste-Hilfe-Kurs, da brauchen wir die Krankenschwester nicht. Aha, also so diese Argumentation. Mhm. Und dann hatten wir eben auf der Streitlinie das Glück, dass wir da einen jungen Mann aus dem Iran hatten, der wirklich aus politischen Gründen Asyl gefunden hat. Und der denen, das Beispiel war so konstruiert, die werden politisch verfolgt von ihrer Regierung. Das ist ja heute sehr aktuell, wenn wir an den Iran denken, und noch viel schlimmer als damals. Und dann haben einige der Schülerinnen und Schüler, nicht nur die kleinen Rechtspopulisten, auch andere, haben gesagt, naja, wenn die von der Regierung verfolgt werden, dann wird das schon seinen Grund haben. Dann haben die auch was Böses gemacht. Und darauf reagiert dieser junge Mann und sagt, ihr habt überhaupt keine Ahnung, was bei uns im Iran los ist. Schon wenn man Händchen hält, kann man eine Strafe bekommen, wenn man sich küsst und so weiter. Viele Dinge, die euch wichtig sind, dürfen wir nicht. Die werden mit Gefängnis bestraft. Regierung ist nicht gleich Regierung. Und das war ein Aha-Erlebnis. Das ist natürlich ein wunderbarer Fall für die Wissenschaft. Einer der Schüler, der durchaus rechtspopulistisch bis rechtsextremistisch dachte, hat in der Reflexion gesagt, wir interviewen viele immer hinterher, dass das für ihn neu war und dass das ihn zum Nachdenken gebracht hat. Immerhin. Mhm. Ob das nachhaltig ist, können wir nicht beweisen. Aber immerhin gibt es diese neue kognitive Schleife, naja, vielleicht gibt es ja Gründe zu flüchten. Und das war für die einfach wirklich neu. Das ist so ein kleiner Baustein, der vielleicht zum Zusammenhalt beiträgt, zu sagen, diese Leute, die gehen nicht, weil sie hier Wirtschaftsflüchtlinge sind. Das ist ja ein ganz schrecklicher Begriff eigentlich. Oder Sozialtouristen, wie ein gewisser Politiker gesagt hat. Das ist ja alles ziemlicher Unsinn. Und diese Themen kommen auf. Das ist hilfreich. Wollen Sie ergänzen, ja, Frau Herrmann? Also vor allem, weil Sie auch gesagt haben, früher war es einfach, da konnte man die direkt an der Optik erkennen. Jetzt müssen Sie anders erspüren, wer welche Haltung hat, und müssen Sie dann auch anders entgegnen wahrscheinlich. Also es gab zwischen der letzten Dorfgründung, die ich jetzt gemacht habe, und der ersten 2013 erhebliche Unterschiede. Das Ganze basiert ja auch auf dieser besonderen Rolle, die der Lehrer einnimmt, nämlich der sokratischen Rolle. Und Sie können einem glauben, wenn Sie da 8 Stunden diesen ganzen Müll hören, den da Schüler von sich geben, den da wirklich, da platzt einem sonst was, ja, ist es mir. Und ich war da wirklich sowas von unprofessionell. Also ich habe die da wirklich stramm stehen lassen, weil es mir reicht hat. Irgendwann reicht es dem. Man kann nicht 6 Stunden diese Parolen da hören, ja, war völlig falsch, war natürlich völlig völlig daneben. Ich habe danach gibt es immer Interviews, ich war fix und fertig. Ja. Ich sage, was war das denn jetzt mit mir? Also es war wirklich, ich bin da völlig ausgerastet. Und, aber das passiert, bin ja auch bloß ein Mensch. Ne? Und das war damals, waren die 4 Jungs. Der eine war sogar der Sohn, der Vater, glaube ich, sogar organisiert. Der war, glaube ich, in der NPD sogar organisiert. Da gehen einem die Argumente aus. Ja? Und wenn man dann nicht diesen Gegenpol hat, damals gab es Gott sei Dank noch ein kleines Grüppchen, was sich dagegen gestellt hat in der Klasse. Und das trugen die mit nach außen. Ja? Also das war wirklich nachher auf dem Schulhof Thema. Das war außerhalb der Schule Thema. Da hat es in der Klasse richtig geraucht. Ja? Das ging wirklich bis sonst wo. Wohingegen jetzt in der aktuellen Dorfgründung eher das Thema Ukraine-Russland-Konflikt da war.
Ja, weil wir da auch zwei Ukrainerinnen hatten, zwei Mädchen. Und da ist dann eine Diskussion auch nachher, die sich entwickelt hatte. Dann habe ich schon gedacht, aus Zeitgründen, wir müssen jetzt aber Schluss machen. Sagt dann aber der eine Mitarbeiter, nee, lass mal laufen, wenn sich da was jetzt entwickelt. Und das war dann, da gehen manchmal so Diskussionen los, wo man erstmal merkt, was bewegt die denn jetzt letztendlich? Und ich glaube, das mit dem Iran, aber damals auch die Lessing-Schule, da war ich noch nicht da. Ich glaube, das war, ne? Ja. Ja. Vielen Dank. Herr Diaby, wir sprechen von Rechtsextremismus. Mhm. Sie haben ganz eigene Erfahrungen gemacht. Also man muss, Sie sagen immer, die Stimme erheben. Man muss für den Zusammenhalt streiten. Sie machen das in jeder erdenklichen Form. Gerade aktuell würde ich Sie gerne aus dem Beitrag eines neuen Sammelbands zu Identität und Zusammenhalt, auch Zusammenhalt Ost und West, da haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ist auch verrückt, genau wie über schwarze Abgeordnete, dass wir da immer noch darüber sprechen. Und da haben Sie geschrieben, die wichtigste Aufgabe der Politik ist, Brücken zu bauen, physische wie geistige. Und in den letzten Jahren nimmt man wahr, dass die Brücken etwas brüchig geworden sind, also Spaltungstendenzen. Und ja, man kann ja leider nur sehr viele Beispiele aufzählen, ob Synagoge in Halle oder in Hanau in unserer Nähe oder auch, wenn auf das Wahlkampfbüro von Herrn Diaby in Halle geschossen wird. Das ist auch erst 2 Jahre her. Also wenn man sagt, politische Bildung ist die Grundvoraussetzung, soweit waren wir jetzt schon, wie kann man dann solchen Tendenzen immer noch weiterhin die Stirn bieten, trotz aller Spannungstendenzen? Ich glaube, der erste Schritt ist einfach, dass man das nicht negiert, dass man das nicht kleinredet. Ja, das passiert ja sehr oft, dass wenn du darüber redest, dann hieß da, na ja, da sind doch Minderheit, na ja, da sind doch dumme Leute. Sag nein. Wenn man damit anfängt, dann versucht man natürlich, das klein zu reden. Nicht nur ich, sondern sogar Seehofer hat ja vor ein paar Jahren gesagt, Rechtsextremismus ist das Hauptproblem, wie wir momentan haben in der Gesellschaft. Das ist nun mal so, das zeigen auch die Statistik. Ich meine aber auch, dass Rahmenbedingungen müssen geschafft werden. Das heißt nicht nur die Lehre, die seid keine Reparaturbetrieb für das, was kaputt gegangen ist in der Gesellschaft. Die Uni auch nicht. Nee, wirklich, ja, die Uni nicht, die Schule nicht, die Kita auch nicht. Sondern wir müssen alle uns damit auseinandersetzen, dass wir alle anerkennen, wenn das da ist, dass wir dann sofort dann erkennen, das ist ein Dilemma, das ist ein Gift für die Gesellschaft. Und jeder natürlich in seinem Teil, also ihr macht das schon viel in eurem Bereich, aber die Politik, da ich da mit verantwortlich bin, dann sage ich einfach, die Rahmenbedingungen schaffen. Das klingt wie eine Floskel, aber es heißt einfach, politische Bildung weiterhin ernst nehmen und fördern. Also Sie haben ja gesagt, ich bin im Kuratorium Bundesamt für politische Bildung als stellvertretendes Mitglied dieser Wahlperiode. Aber auch die ganzen Projekte, die wir in den letzten Jahren angeschoben haben, Sie haben dann davon gehört, wir haben den Kabinettausschuss gegen Rechtsextremismus, aber die Stärkung der Landeszentralen für politische Bildung, die Bundeszentrale politische Bildung, und dass wir immer wieder neue Methoden auch entwickeln, denn was Sie gerade gesagt haben, fand ich total spannend. Die Situation 2013 ist anders als die Situation 2022. Die Strukturen verändern sich, die Art und Weise, wie diese Gruppierungen agieren, ändern sich auch. Und die Social Medien, vielleicht das letzte Beitrag dazu, Social Medien spielen eine unheimlich große Rolle, also negative Hinsicht. Die führen wirklich zu riesengroßen Spaltungen in der Gesellschaft. Das, was Sie erwähnt haben, was ich persönlich erlebe, die Schüsse auf mein Wahlkreisbüro, aber andere unangenehme Dinge, das ist das eine. Das Größte, was ich führe, was ich registriere, das ist in Social Medien. Die Leute, die dich nie im Leben gesehen haben, die haben mit dir nie ein Wort gesprochen. Du kriegst von denen unheimlich viel Hass-E-Mails und Morddrohungen. Die haben dich nie gesehen im Leben. So, und das sind solche, wo ich sage, Social Medien sind wichtig, die Politik kann was zu tun, haben wir versucht, gesetzlich etwas zu machen mit Netzwerkdurchsetzungsgesetz und auch die Verschärfung dazu, aber auch die Finanzierung von Organisationen, die da sich engagieren. Da passiert viel, aber das kann noch mehr. Und letzter Vorschlag, ich denke schon, dass politische Bildung, Medienbildung muss noch breiter aufgestellt werden. Wenn ich sage Medienbildung, der Umgang mit Social Medien, ich glaube nicht, dass wir alle wirklich uns Gedanken darüber, wie gehe ich damit um, wenn ich Infos bekomme, wie gehe ich damit um. Man kriegt dann zum Beispiel in Corona-Zeit, kriegst du dann eine Liste von Hinweisen auf Quellen
von Professor XY, die Recht haben und ihr habt nicht Recht. Sage, hast du denn diese ganzen Quellen selber miteinander verglichen? Ich habe das im Internet gelesen, das muss richtig sein. So, und wie gehe ich damit um? Dass nicht nur die Schüler sollen das lernen, nicht nur die Studenten wissen das schon, dass wenn sie eine Arbeit abgeben, wo die dann sagen, ich habe aus Google genommen, dass der Professor davon sagt, das lese ich überhaupt nicht. So, das weiß ich. Aber der Umgang damit, wie gehe ich mit diesen Social Medien? Und ich meine, nicht nur jüngere Leute, nicht nur Schüler, auch Seniorinnen und Senioren. Ich denke, in Seniorenheimen muss auch politische Bildung, Medienbildung her. Denn da auch konsumiert man mittlerweile unheimlich viele Sachen. Das rede ich aus eigener Erfahrung. Ich kriege jeden Tag viele, viele E-Mails, wo ich sage, mein Gott, wo kommt denn diese Information her? Dann sagen sie, ich habe es im Internet. Glauben Sie mir, ich habe es im Internet. Ich zeige Ihnen die Quelle. Dann guckst du dann, das sind Informationen von 2011. So, dann konfrontiert er dich mit einer Sache von 2011, hat gar nicht geguckt, die Quelle. 2011 ist das. Und für welche Zeitung ist das? Da wird gar nicht geguckt. Es wird sofort ausgedruckt. Ich habe ein Internet, ich sage Ihnen, das ist aus dem Internet. Also dieser Umgang damit, auch in Seniorenheimen als letzter Satz, finde ich, ja, Medienbildung, politische Bildung ist wichtig. Rahmenbedingungen schaffen ist unsere Aufgabe. Es wird viel getan, aber wir können noch mehr machen in dieser Richtung. Vielen, vielen Dank. Eine Nachfrage trotz allem, weil wir eben so viel von Schulprojekten gesprochen haben. Es gibt auch Projekte und Sie haben mehrere als Pate, das heißt Schule ohne Rassismus, aber mit Courage. Wollen Sie da vielleicht noch einen Satz bitte zu sagen? Vielleicht die Lehrer in der Runde können das besser machen als ich, aber ich sage trotzdem, also ich finde es toll, es gibt dieses Projekt seit 25 Jahren, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Ich bin Pate von 8 Schulen. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich 8 Schulen als Pate habe. Ich sage zu den Lehrern auch, frag doch mal andere Leute auch, frag doch mal die Sportler, die bekannte Schriftsteller und so weiter und so fort. Also es geht darum einfach, dass die Schule unterschreibt, sich verpflichtet, wenn 70% der Schulgemeinschaft unterschreiben, dass sie das machen wollen, dass sie mitmachen wollen. 70% heißt nicht nur Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Servicekraft in der Schule. Sekretärin, alle, wenn 70% sagen, wir sind dafür, dann verpflichtet man sich zu engagieren. Es ist keine Alibi, sondern man muss nachweisen, dass man Projekte macht. In dieser Richtung, wo Schüler dann ganz aktiv werden, Projekttage, zu allen Themen der Ausgrenzung, also gegen also Homophobie, aber auch Diskriminierung von Lesben und Schwulen, aber auch das Thema gegen Minderheiten, aber auch gegen Behinderte. Alles das, und, wir wissen ja, dass in der Schule das Thema Mobbing ist eine der größten Probleme, die meistens auftaucht, Rassismus sowieso, aber Mobbing ist sehr wichtig. Also, dass die Schule sich da verpflichtet, das finde ich toll. Es gibt in Sachsen-Anhalt, Gott sei Dank, stehen wir an der Spitze. Von der Zahl der Schulen in absoluter Zahl. Ja, die mitmachen. Der Sachsen-Anhalt kann wirklich in diesem Bereich sagen, wir sind Weltmeister. Also bundesweit stehen wir ganz oben. Das auch dank der Akteurinnen und Akteure hier in diesem Land. Die Lehrerinnen lernen, aber auch Landeszentrale politische Bildung. Das wollte ich nur dafür werben. Wer noch nicht weiß, kann dann im Internet gucken. Sie können dann in ihrer Schule ihre Enkelkinder, ihre Kinder, ihre Freundinnen und Freunde dann anregen, dass sie mitmachen und dass sie Patenschulen suchen. Vielen Dank. Dazu noch, das ist ja wunderbar, da ganz oben im Ranking zu stehen. Gleichzeitig noch eine Frage vielleicht zur Schule. Hat die AfD in mehreren Bundesländern, auch in Sachsen-Anhalt, Meldeportale mit dem Titel, jetzt hatten wir hier die engagierte, die couragierte Schule, neutrale Schule eingerichtet, falls Sie das nicht kennen, da sollen SchülerInnen, LehrerInnen melden, die sich kritisch zur AfD äußern und damit gegen die Neutralitätspflicht des Staates verstoßen. Weil wir auch gerade von Sportlehrern sprachen, also Herr Petrik, Sie haben das auch so gesagt, ein Sportlehrer muss sportlich sein und ein Politiklehrer muss politisch sein. Muss er das? Darf er das? Soll er das? Wäre meine Frage an Sie und natürlich auch, wie sieht es aus mit dem Neutralitätsgebot in der Schule? Wie viel Zeit habe ich? Ich zitiere Herrn Diaby. Das ist ein sehr komplexes Thema und ich konnte in den letzten 3 Jahren auch bundesweit Schulen, die in Schule ohne Rassismus organisiert sind, über den Bundesverband beraten und die Frage nach dem Portal und nach dem Umgang mit der AfD brennt. Kann ich jetzt behaupten, den zumindest engagierten Lehrerinnen an solchen Schulen wirklich unter den Nägeln? Das ist immer wieder die Frage, dass sie sagen, wir haben Schüler, die so denken, darüber haben wir schon gesprochen. Ja. Wir haben aber auch Eltern,
die uns zwei Dinge sagen. Einmal, lasst doch den Konflikt mit der AfD ganz raus, das gibt nur Ärger. Oder ihr müsst die AfD doch wie eine ganz normale Partei behandeln. Und was sollen wir tun? Und dann fühlen sich viele Lehrerinnen und Lehrer erst recht durch dieses Portal unter Druck gesetzt. So, und das Grundproblem fängt schon an bei der Frage, was ist Neutralität? Das Wort ist etwas unglücklich gewählt. Es stammt natürlich aus Zeiten der stärkeren, des vielleicht geringen Zusammenhalts. Und man wollte jetzt diese Kontroversen, die da sind, etwas entschärfen und sagen, ihr dürft natürlich als Lehrerin nicht überwältigen. Das ist ein Teil des sogenannten Beutelsbacher Konsenses. Ihr dürft nicht eure Meinung anderen aufzwingen. Und wenn ich bei mir und meinen Studierenden, ich grüße die da sind, wenn die berichten aus ihren Praktika und schulpraktischen Übungen, dann erleben sie diese Überwältigung immer wieder. Das ist negatives Politisieren. Lehrer, der deutlich macht, ihr müsst auch die CDU gut finden oder auch die SPD oder so. Und das subtil oder auch ganz direkt, das gibt es immer noch. Und eigentlich richtet sich das Neutralitätsgebot gegen diesen Missbrauch der eigenen Haltung. Aber wie meine Vorgängerin Sibylle Reinhardt immer wieder schon in den 70ern geschrieben hat, eine Politiklehrerin, die unpolitisch ist, die sagt, ich bin neutral, also das andere Ende, die macht ihren Job nicht. Ja? Denn sie soll doch, wie soll sie denn werben dafür, dass man ein politischer Mensch wird, wenn sie selber als politisches Neutrum auftritt? Das kann nicht sein. Also müssen wir das ausloten und irgendwie bei dieser Gratwanderung eine Mittelstellung finden. Und eines ist dabei der Konsens der Demokraten. Also ich übersetze das Neutralitätsgebot immer mit Pluralismusgebot. Das ist für mich das richtige Wort. Also Werbung zu machen für die Vielfalt an Einstellungen. Ich habe das selber als junger Lehrer so gemacht, dass ich auch oft Teufelsanwalt gespielt habe, wie du das geschildert hast bei dem Migrationsbeispiel. Und dann irgendwann habe ich dann mal am Ende des 10. Schuljahres meine Klasse gefragt, wo stehe ich denn politisch? Und dann wurden so gut wie alle Parteien genannt, außer die AfD. Das hätte mich auch beleidigt. Aber es war ziemlich offen und dann habe ich es aber auch gesagt, wo ich Parteimitglied bin. Das konnte ich offenlegen und mir war wichtig, dass ich daran gemessen werde, gerade die Werte zu verkörpern und stark zu machen, die jetzt nicht unbedingt meine eigenen sind. Das bedeutet sogar, wenn man ein bekanntes Parteimitglied ist und wenn jetzt Karamba Diaby irgendwann rausgeht aus dem Bundestag und würde Lehrer werden, was ich Ihnen sofort zutraue. Das kann noch passieren. Wir machen das, kommen Sie zu mir, Sie machen dann zwei, drei Didaktikkurse und dann geht das. Dann wüsste jeder, er ist Sozialdemokrat. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Er würde dann seiner Klasse sagen, messt mich daran, ob ich euch genauso konservative, grüne und liberale Werte näher bringe und die wirklich fair darstelle. Und dann guckt mal, was für euch passt. Mhm. So. Darf ich was? Bitte, natürlich. Ja, ich wollte das aufgreifen, weil ich damit auch sehr oft konfrontiert bin. Ich habe wirklich Erfahrung mit massenhaft Lehrer, Lehrerinnen, die mich ständig einladen. Aber ich weiß, dass es auch eine Lehrerin und Lehrer gibt, wenn die Schüler zu ihnen kommen, sagen, wir haben den kennengelernt, wir wollen den mal in der Schule einladen, dann hat sie, nein, wir sind neutral, wir machen keine Politik. Ich sage, das ist wirklich das Fatalste, was ich von einem Pädagoge hören kann, denn wenn ein Bundestagsabgeordneter, Landtagsabgeordneter und Kommunalpolitiker in eine Schulklasse kommt, also in der Regel, derjenige, wenn er wirklich seine Aufgabe begreift, der redet nicht über seine Partei. Der redet über die Politik als solche, über die Demokratie. Also ich werde den Teufel tun, meine Partei in eine Schulklasse zu reden, das mache ich nicht. So jeder, der das weiß, das ist ein gewählter Vertreter, er ist auch nicht von seiner Partei gewählt. Das gehört alles zur politischen Bildung, meiner Meinung nach. Das ist alles ein bisschen irgendwie verloren gegangen. Dass man weiß, ich bin bei der letzten Wahl, 42.000 Leute haben mich gewählt. Raten Sie mal, wie viele Mitglieder hat SPD in Halle? 500 Mitglieder. Ja, also die 500 Mitglieder, die haben mich unterstützt, klar. Einige sind auch im Saal oder zwei mindestens. So, aber das sind nicht die Leute, das sind die Leute in Halle, die mich gewählt haben, die gesagt haben, geh mal nach Berlin, mach mal was. Wenn du nicht in Berlin bist, dann mach was für uns hier. So, dass das bei allen im Kopf ist. Das stört mich ein bisschen, dass die Schüler zu mir kommen, wir wollten sie gerne einladen und so, naja, Frau Meier, Frau Herron, nicht, aber Frau Müller. Und Frau Herron würde sie und Herr Schmidt, einladen. Herr Schmidt hat ja gesagt, eine Politiker in der Schule. Dann manchmal habe ich Bedarf, sage, ruf mal doch Frau Al-Sharafi an, Frau, wenn ich bei ihr in der Klasse war, ob ich über meine Partei geredet habe, die werden Ihnen sagen, nein,
man kommt nicht um über die Partei. Das stört mich ein bisschen und denke, das ist auch Teil der politischen Bildung. Zu differenzieren. Zu differenzieren, ja. Zu wissen, politische Bildung kann auch lebhafter, man kann das auch lebendiger machen, wenn man gewählte Politiker einlädt in der Klasse. Ich weiß nicht, ob Sie das machen. Also ich kann nur ermutigen, machen Sie das, wenn derjenige das richtig macht, dann die Schüler können was davon lernen. Werbung in eigener Sache. Der Bundestag bietet an, dass jeder Abgeordnete dreimal im Jahr 150 Menschen aus seinem Wahlkreis kostenfrei. Zwei Tage in Berlin, kostet nicht und so weiter und so fort, damit man Politik erlebt, dass man mit Abgeordneten, dass man die Führung macht. Schulklassen können regelmäßig im Bundestag kommen. Das ist auch Teil der politischen Bildung, die nirgendwo geschrieben steht als Pflicht. Es ist freiwillig und alle solche Dinge finde ich sehr wichtig, wünsche mir, dass das selbstverständlicher wird. Also wahrscheinlich in manchen Kreisen muss man immer wieder darüber reden. Denn politische Bildung finde ich wichtig. Und wie neutral muss die Schulleitung sein? Naja, wir haben schon so einen komischen Erlass, der sagt, na, wenn ein Politiker kommt, dann muss man auch von den anderen Parteien irgendwelche Leute mit dazu holen. Kann man ein bisschen umgehen, ne? Aber geht so. Aber ich wollte sagen, am Ende der Dorfgründung ist es ja meistens immer so, oder ist es nicht meistens, es ist so, dass die Schüler dann sich ja eintragen auf diesem Diagramm. Wo stehe ich denn? Bin ich jetzt eher konservativ? Politischer Kompass. Ja, politischer Kompass, ja. Genau. Mhm. Bin ich jetzt eher konservativ mit einer Tendenz zum Sozialismus oder zum Liberalismus und so weiter? Und da sagen die, Frau Herrmann, wo stehen Sie denn? Ich sage, was denkt ihr denn? Genau das Gleiche, ne? Ja, mein Herz schlägt links, es ist so. Ich habe in der Dorfgründung auch viel über mich gelernt. Ich habe da gelernt, ich war immer der Meinung, ich bin Sozi. Also ich war auch mal Mitglied der SPD. Ich wähle auch immer zwischen links und zwischen der Linken und der SPD. Habe noch nie eine andere Partei gewählt, aber ich habe doch gemerkt, dass ich doch eher für die FDP ticke, dass ich eher liberal bin. So ein bisschen. Ja, weil ich möchte von meinem hart erkämpften Reichtum ja doch nicht alles abgeben, sondern ich möchte ja dann schon von dem profitieren, von meinem Fleiß, den ich hatte. Nicht ganz, das war erschreckend für mich, wo ich gedacht habe, oh, wie tickst du denn jetzt hier eigentlich? Ja, es ist, man erkennt da viel über sich und es ist nicht immer leicht, Zivilcourage zu zeigen. Im Rahmen dieser Schule ohne Rassismus Projekte haben wir zum Beispiel ein Projekt gemacht, in dem wir syrischen Kindern das Schwimmen beigebracht haben. Weil wir gemerkt haben, die Kinder mit Fluchterfahrung haben oft traumatische Erlebnisse erlebt, was mit dem Thema Wasser zu tun hat, können oft nicht schwimmen. Wir haben dann Patenschaften gegründet, sind mit den Kindern schwimmen gegangen, haben ihr Seepferdchen gemacht, das hatten die alles noch nicht. Und dabei traten die syrischen Mädchen dann auch im Burkini in die Schwimmhalle. So, und das war in Salzwedel, es war ein heißes Thema. Die wurden also rausgeschmissen, die wurden aus dem Wasser gewunken und so weiter. Dann sind wir dann natürlich hin und haben gefragt, wo das Problem ist, wollten das Gespräch suchen. Ja, wurde uns dann gesagt, man hätte ja selber nicht so das Problem mit, aber die anderen Badegäste, die könnten da eher Anstoß dran nehmen. Naja, die könnten aber auch Anstoß dran nehmen, wenn ich im Bikini da aufkreuze, können die auch Anstoß dran nehmen. So, interessantes was Experiment bei Ihnen. Okay. Naja, bitte wissen. Und wie das so ist, das kochte hoch, es war in der Zeitung, es war ein großes Thema in Salzwedel. Eine Woche später hatte ich dann die erste Farbbombe am Haus und zwei Wochen später die zweite. Ja, unsere kleinen Schüler in der Schule, die dem autonomen Zentrum eher zuzuordnen sind, die sagen, Herrmann, wir haben da Gerüchte gehört, wer könnte es sein? Wir kümmern uns drum. Ich sage, ihr kümmert euch gar nichts. Nichts macht ihr hier. Die war gleich die Unterstützung da, aber ich weiß bis heute nicht, seitdem habe ich Kameras am Haus, will damit sagen, es trat genau das ein, was bezweckt wurde. Ja, ich bekam von meiner Familie, von meinem Mann, der sagte, musst du immer die Klappe so groß aufreißen? Muss das denn sein? Ja, es muss sein, sonst macht ja keiner was. Richtig. Aber in dem Fall war nicht ich diejenige, die das hätte ausbaden müssen, sondern ich habe eine Tochter gehabt, die war im Disco-Alter. Die habe ich vorher immer belehrt, pass auf, wer dir was ins Getränk schüttet, guck dazu, wer neben dir steht. Das sind dann so Sachen, wo man dann natürlich auch Respekt davor kriegt, ja. Und nichtsdestotrotz muss man Zivilcourage zeigen. Man muss es einfach machen. An dieser Stelle, Sie merken es, könnten wir, also ich würde sagen, mindestens 2 Stunden noch fortfahren in dieser Richtung. Ich hätte verschiedene Themen noch. Ich hätte eigentlich gerne noch gefragt, wie es mit der Politikverdrossenheit ist, warum sich jetzt alle für das Klima engagieren und trotzdem man meint, es gibt eine höhere Politikverdrossenheit mit solchen Thesen. Vielleicht gibt es eine Parteienverdrossenheit, aber keine Politikverdrossenheit. Was Partizipation bedeutet, wie alt man sein sollte für das Wahlrecht. Unter anderem, weil Frau Herrmann auch Verantwortung als Schulfach lehrt und man
unterschiedlicher Meinung sein kann, wie jung und oder wie erfahren man sein muss, um zu wählen. Leider gibt es die Zeit nicht mehr her, aber vielleicht kann ich Ihnen dabei noch ein paar Gesprächsanregungen für den Umtrunk geben. Aber Sie drei kann ich jetzt nach der sehr engagierten und interessanten Diskussion natürlich nicht entlassen. Das sieht unser Format vor, ohne auf die Eingangsfrage zurückzukommen. Die Fragestellung, die Hypothese war hier, Zusammenhalt ist unbequem? Fragezeichen. Also, inwiefern ist Zusammenhalt oder in diesem Fall auch die politische Bildung, die Erziehung zur Demokratie unbequem? Ist das gut so? Lohnt sich's? Ich würde Sie alle drei bitten, noch mal kurz und knapp in einem Abschlussstatement auf unsere Frage mit den schiefen Rollläden einzugehen. Mhm. Wer macht freiwillig den Auftakt? Der Professor. Der Professor. Bitte sehr. Ja. Man könnte ja den Eindruck kriegen, Zusammenhalt ist völlig unmöglich. Und wenn dann Jugendliche in einem Raum zusammen sind, die entdecken, wir haben völlig unterschiedliche Werte, dann geht es drunter und drüber und sie werden eigentlich noch Politik- oder Parteienverdrossener. Das ist aber nicht unser Eindruck. In den Statements nach den Dorfgründungen hören wir sehr, sehr häufig, übrigens völlig egal, ob das eine normale Gymnasialklasse ist, in Anführungsstrichen, eine Sekundarschulklasse mit den kleinen Rechtspopulisten oder ob es, was wir jetzt neuerdings auch machen, eine reine Migrantenklasse ist in Niedersachsen, die in der Berufsschule sind und aus afrikanischen und aus Nahoststaaten kommen. Unisono sagen sie, okay, das war ganz schön anstrengend, aber wir haben jetzt mehr Respekt vor den Politikern. Früher haben wir immer gedacht, dann kommt da irgendwie die Nachrichten, dass sie wieder eine halbe Nacht getagt haben und es kam nichts raus. Naja, bei uns war das mit 25 Leuten ja auch nicht anders. Und da geht es um nichts bei uns. Bei denen geht es um... Und dieser Respekt davor, wie viel Geduld Demokratie braucht oder Zusammenhalt herzustellen über Regeln, die man auch einhalten muss, das fängt bei Gesprächsregeln an, also die Geschäftsordnung, die sich auch im Dorf geben sollen, das kommt an und könnte einen Beitrag dazu leisten, auch nicht nur zu schimpfen auf die Politiker, sondern zu sagen, naja, die machen da echt einen harten Job. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da nicht selber auch in die Richtung aktiv werden können, vielleicht sogar. Das wird aber eine Minderheit bleiben. Vielen Dank. Zusammenhalt ist aus meiner Sicht nicht unbedingt unbequem, es ist anstrengend. Ja, Zusammenhalt ist anstrengend, weil jeder an sich selber arbeiten muss und weil jeder einen Schritt zurückgehen muss, dem anderen zuhören muss, das ist ganz wichtig, und auch Lust haben muss, sich auf den anderen einzulassen, den anderen kennenzulernen. Und das ist gerade in Schulklassen halt sehr wichtig, das ist auch im Privaten sehr wichtig. Ja? Wenn ich Lust habe, mich auf jemanden einzulassen und ich möchte gerne etwas mehr über ihn wissen, dann ist Zusammenhalt sehr, sehr einfach eigentlich. Ich ertappe mich immer wieder dabei in Salzwedel, wenn ich in der Stadt bin und sage, du hast doch da oben bei dir so viele Ausländer. Ja. Schön, ist doch schön. Ja, also wenn man keine Begegnung hat, gar nicht die Gelegenheit, die Chance hat, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen, dann entgeht einem auch was ganz Schönes. Ja, nämlich, dass man selber bereichert wird und dass man selber dadurch viel, viel mehr Erfahrung macht. Also ich finde, Zusammenhalt ist anstrengend, aber bereichert einen auch sehr. Vielen Dank, Adi Abi. Ja, also ich finde, das Zusammenhalt, hatte ich am Anfang auch gesagt, ist herausfordernd. Also es ist nicht unbequem, es ist herausfordernd. Denn das verlangt von uns allen, dass wir immer wieder uns selber die Frage stellen. Also in diesem Zusammenhang, was kann ich dazu beitragen? Denn wenn ich nur die Vielfalt, die der Zusammenhalt darstellt, nur wenn ich das als solche auch wahrnehme, wertschätze, bin ich in der Lage, auch mit den herausfordernden Elementen davon mich auseinanderzusetzen. Zu sagen, du hast besondere Vorstellungen, du hast besondere Interessen, du hast eine besondere soziale Situation oder ähnliche. Ich habe eine andere. Aber dass ich das wahrnehme, dass ich weiß, es entstehen immer wieder Konfliktsituationen. Ob das jetzt so unterschiedliche soziale Schichten sind und unterschiedliche Bedürfnisse. Diese Konflikte werden immer da sein, wenn ich bereit bin, darauf einzugehen, etwa dazu beizutragen, dann können wir den Zusammenhalt auch fordern und dann betrachten wir das nicht als negativ, betrachten wir das als Hindernis, sondern kann man es auch als Bereicherung auch sehen, den Zusammenhalt, aber auch die Vielfalt.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Wenn Sie Lust bekommen haben sollten, mehr über was wir unter Zusammenhalt verstehen, was dazu geforscht wird, was dafür auch an Praxisbezug, zum Beispiel eine intensive Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung können wir vielleicht auch herstellen, dann kann ich Ihnen die Website des FGZ empfehlen, wo Sie in Kürze auch unser Gespräch, sollten Sie noch nicht genug gehört haben, nachhören oder jemandem empfehlen könnten. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Herzlichen Dank. Nehmen Sie einen Blick, was Halle tut, was die Forschung in Halle tut und was das FGZ gesamt tut. Und wir würden uns freuen, Sie demnächst mal bei irgendeiner anderen FGZ-Veranstaltung wiederzusehen. Jetzt aber ganz herzlichen Dank an den Hallenser-Vertreter Andreas Petrik, Heike Herrmann und Karamba Diaby. Vielen Dank für die hochspannende und engagierte Diskussion. Dankeschön. Danke.